die List der offenen Stadttore der 36 Stratigeme. Das Stratigem der List der offenen Stadttore ist ein faszinierendes taktisches Manöver, das dem berühmten chinesischen Stratege Zhong Liang, ich hoffe richtig ausgesprochen, während der Zeit der drei Reiche angewendet wurde. Dieses Stratagem ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie Irreführung und das Ausnutzen von Vorurteilen und Erwartungen in der Kunst der Kriegsführung eingesetzt werden können, um einen Vorteil zu erlangen. In diesem Fall hatte Zhong Liang eine relativ kleine Streitmacht von 5000 Soldaten gegenüber einem überwältigenden Heer von 150.000 Mann unter der Führung des feindlichen Generals Sima Yi. Angesichts dieser scheinbaren Ungleichheit entschied sich Zhong Liang für eine außergewöhnliche Vorgehensweise, die darauf abzielte, seine Schwäche zu verschleiern und den Feind in die Irre zu führen. Zhong Liang wählte die Stadt Xicheng als Standort für diese Taktik. Anstatt sich hinter den Stadtmauern zu verbergen, ließ er die vier Stadttore bewusst öffnen und setzte sich dort mit einer Zither hin. Diese Aktion sollte den Eindruck erwecken, dass Zhong Liang sich völlig entspannt fühlte und keine Angst vor einem Angriff hatte. Diese unerwartete Handlung zielte darauf ab, Sima Yi zu verwirren und seine Einschätzung von Zhong Liangs Stärke und Absichten zu manipulieren. Sima Yi als erfahrener General wurde jedoch misstrauisch. Anstatt einen direkten Angriff auf die Stadt zu starten, zögerte er. Er konnte nicht glauben, dass Zhong Liang so unvorsichtig sein würde, eine solche offensichtliche Schwäche zu zeigen. Sima Yi ging davon aus, dass es sich um eine Falle handeln könnte und entschied sich daher dagegen, die Stadt anzugreifen. Seine Bedenken, von Zhong Liang in eine Falle gelockt zu werden, waren größer als sein Verlangen nach einem direkten Sieg. Dieses Manöver enthüllt die subtile Kunst der psychologischen Kriegsführung. Zhong Liang nutzte Sima Yis Wissen über seine eigene Vorsicht und Taktik gegen ihn aus. Er spielte geschickt mit Sima Yis Vorurteilen und schuf eine Situation, in der der Feind so sehr davon überzeugt war, dass es eine Falle war, dass er den offensichtlichen strategischen Vorteil nicht ausnutzte. Nachdem der Feind sich zurückgezogen hatte, kommentierte Zhong Liang seinen Erfolg. Hätten wir die Stadt aufgegeben und die Flucht ergriffen, dann wären wir bestimmt nicht weit gekommen. Mit diesem Satz betonte er die Bedeutung des Überraschungseffekts und der Manipulation der Erwartung des Gegners. Die List der offenen Stadttore ist somit ein bemerkenswertes Beispiel für die strategische Genialität Zhong Liangs. Sie verdeutlicht, wie Irreführung und die Nutzung von Psychologie und Vorurteilen in der Kriegsführung eingesetzt werden können, um Schwächen zu verschleiern, den Feind zu verwirren und letztendlich einen Vorteil zu erlangen. Diese Strategie unterstreicht die Bedeutung von Intelligenz, Flexibilität und Täuschung in der Kunst der Strategie und bleibt ein lehrreiches Beispiel für Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige, die sich mit unerwarteten Herausforderungen und Überlegenheit auseinandersetzen müssen. Weiter geht's mit den 36 Strategien hier auf dem Podcast bzw. auf dem YouTube-Kanal und natürlich auf markusflicker.com. Und denk daran an das Buch 36 Strategeme für deinen Erfolg als Selbstständiger und Unternehmer auf Amazon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.